So, heute geht es wieder um die Star Wars Black Series von 21. Auch wieder hier mit 5 Figuren heute, die ich euch zeigen möchte. Ja, fangen wir an. So, als erstes sehen wir uns hier Aura Sing an aus der Clone Wars Reihe. Ja, man könnte sie auch als Episode 1 Figur datieren, aber eben hier mit der Nummer 8 aus der Reihe Clone Wars. So, kurz wieder zur Verpackung. Wir haben hier vorne den Blister, an dem man die Figur sehr schön sehen kann. Hier unten in der Farbe der zugehörigen Figurenreihe eben Star Wars The Clone Wars, hier der Name Aura Sing. Auf der Seite dann eben das Bild, welches man dann als Diorama oder als Display hinstellen kann, wenn man die ganzen Figuren der Reihe hat. Passen sie zusammen. Auf der Rückseite hier dann die laufende Nummer 08 und in verschiedenen Sprachen der Text. Aura Sing, eine gefürchtete Kopfgeldjägerin, bekannt für ihre kreidebleiche Haut und eingebaute Comlink-Antenne, war eine ausgezeichnete Scharfschützin und ausgebildete Attentäterin, die für jeden arbeitete, der gut bezahlte. So, hier dann nochmal das Bild von ihr. Da auf der anderen Seite eben nochmal ein Einblick in die Figur. Und man konnte das eben aufmachen immer. Die Blister rausholen. Hier drin ein Pappschuber. Ja, und dann eben auch wieder schön zurückstecken. Ja, da haben wir die Figur mal ausgepackt. Also man sieht schon das riesige Scharfschützengewehr von Aura Sing. Tolle Figur und die Zubehörteile sind auch ausreichend. Ja, wie gesagt, man könnte sie auch für Episode 1 nehmen, aber hier eben eine größere Rolle in den Clone Wars gehabt. Ja, fangen wir mal mit dem Gewehr an. Wirklich hier sehr groß, größer als die Figur oder fast, ne? Auf jeden Fall hier riesigen Zielfernrohr, schaut aber etwas, naja, plump aus, also ein wenig mehr silbrig vielleicht, hätte gepasst, aber gut. Das Gewehr kann man dann auch noch hier mit einem separaten Bändel geben, dann kann man dann hier an den Sachen Dingen einstecken, wenn man es schafft. Ja, und hier ist noch mal so eine kleine Mulde. Ja, um sie halt dann das Gewehr über die Schultern und den Kopf zu geben. Auch nicht so einfach. Okay. Ja, also das hätten sie ein wenig anders lösen können. Na gut, geht dann auch wieder weg. Gut, wir haben die typischen Bewegungspunkte der Black Series. Hier eben die Kopfbewegungen, Schultern, Ellenbeugen, ja, und die Hände. Wie hier der Bauch, die Beine. Hier unten die Knie und eben die Füße. Ja, die Unterschenkel kann man auch noch benutzen. Also hier dann eben so rausbiegen und drehen nochmal. Jo, die Figur selber, sehr bleiche Haut. Filmvorbild, ja, gut getroffen. Die Antenne ist aus einem etwas festeren Material. Also kann leicht abbrechen, ebenso wie der Zopf hier hinten. Interessant ist hier diese kleinen Teilchen, wahrscheinlich Kopfgeldjäger-Accessoires, die an der Weste noch dabei sind, die aber nicht herauszunehmen sind. Weste ist abnehmbar. Schauen wir mal, ob wir sie runterbringen. Ja, orangener Oberteil. Diese Holstergurte sind auch separat, gehen jetzt aber
nicht so runter, ohne das Ding komplett auszuziehen. Schön auch hier die Gürtelschnallen gemacht und diese komischen Ketten. Ja, sie hat zwei Zwillingsblaster dabei. Schauen wir uns mal an. Also beide identisch. Und kann man auch so. Zwei Abzüge ist auch sehr interessant. Und passen sogar beide Finger so ausgearbeitet. Ja, ansonsten hier dieses Armbändchen, hier Handgelenkbändchen. Ja, tolle Figur eigentlich. Nicht so langweilig wie zum Beispiel eine Admiral Holdo. Die zweite Figur ist aus der Rückkehr der Jedi-Ritter General Lando Calrissian. Hier mit der Nummer 7 und der grünen Markierung. Auch hier kurz die Verpackung, Blister, eine Markierung, General Lando Calrissian, hier auf der Seite eben mit diesen Seitenteilen und Nummer 7 hier unten, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und in verschiedenen Sprachen, Lando Calrissian dient als General beim Sternjägerangriff auf den zweiten Todesstern, bei dem er seine hervorragenden Fähigkeiten als Pilot bewies, als er den Millennium Falcon in den Todesstern hineinflog. Ja, da steht er, der General Calrissian, einer meiner damaligen Lieblingsfiguren als Figur eben, weil er coole Uniform hatte, nicht mehr diese komischen Schuhe unter der Hose, sondern eben Stiefel, Generalsuniform und ja. Ja, er kommt mit einem Stoffumhang, welcher hier sehr gut fällt, also nicht so... ja, wie andere, die dann so abstehen. Sehr weiches Material, ähnlich wie bei der klassischen Figur damals schon. Der kann natürlich dann eben auch über den Kopf abgezogen werden. Hier schöne gemachte hier Schärpen-Ding aus Plastik. Hier unten eingehakt. Auch noch zusätzlich bemalt hier. Was mir immer besonders gut gefallen hat an ihm, war dieser Waffengurt, der um die Schultern lag, beziehungsweise an der Brust war. So ähnlich wie ein Polizeiholster in der Jacke eben. Ja, wie gesagt, das Gesicht ist sehr gut getroffen. Bewegungspunkte gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sind ähnlich wie bei den anderen. Er hat hier diese Rebellenuniform, eben wie General Martine damals schon. Ein kleine Hemd, Poloshirt über den Hemd. Hier überall die Abzeichen dann, die an der auch dann den Krägen, die Taschen angedeutet. Hier das Comlink. Ja, an der kleine Waffe vielleicht noch, ein Mini-Blaster hier. Passt gut ins Holster und natürlich auch in die Hand. Gut. Der Holster kann abgenommen werden, aber ja, schauen wir mal. Sieht man das Hemd, ist schön. Gürtelschnalle hat irgendwie, was mir bei diesen Figuren jetzt nicht so gefällt, ist eben dieser, auch bei die Vintage Collection, sind eigentlich diese Gelenke. Es sieht seltsam aus mit diesen Hosenboden. Ja. Ja, schön aber zu erwähnen, auch hier diese Generalstreifen. Mir auch mal besonders gefallen als Kind. Ja, die Stiefel, das hat nichts Außergewöhnliches, ebenso wie die Rückseite. Ja, aber tolle Figur gemacht.
Ja, dann ging es weiter durch die chaotischen Erscheinungsdingern der Star Wars Sachen, und zwar diesmal mit dem Mandalorian, Koska Reeves, eine mandalorianische Kriegerin, in der zweiten Staffel auftauchte, und hier mit dem ockerfarbenen Bild, also Rändchen. Naja. Ja, Verpackung kurz angeguckt, viel Zubehörteile, Koska Reeves, hier das Bild wieder und hier wieder das kleine Biopic. Koska Reeves ist eine Meisterin im Nahkampf, Bo-Katan treu ergeben und Mitglied einer Gruppe von Clan Kreis oder Kreese Mandalorianern, die gegen die Überreste des Imperiums antreten. Mit der Nummer 12, hier der Blick wieder in die Figur. Ja, hier steht sie aus der Verpackung, Koska Reeves. Auch eine sehr tolle Figur. Mandalorianer gehen ja immer. Hier mit dem schiefen Jetpack. Und ohne Maske oder ohne Helm, welcher in der Verpackung ja aufgesetzt war. So, gehen wir erst wieder an die Kleinteile ran. Sie kommt mit Zwillingsblastern. Der Mandalorianer, wie schon in The Clone Wars gesehen, hier mit zwei Farben angemalt. Ich weiß aber nicht, warum sie nur einen Holster hat. Also der zweite ist hier drin. Und der Helm dann, auch sehr schön gezeigt. Man sieht hier das Visier einer Eule gleich, wie der Kreese Clan. Der Visor kann hier nach unten gemacht werden. Ja, das Gesicht sehr schön gemacht. Wir haben hier Gebrauchsspuren auf der Brustplatte, hier das Eulenemblem und ähnlich wie bei Bo-Katan schon die Ausrüstung fein säuberlich angemalt. Wir haben das Jetpack auf der Rückseite, die ganzen Taschen. Gürtel auch schön angemalt. Wir haben hier dann nochmal Oberbeinplatten, die hier angebracht sind, bewegungsspezifisch. Wir haben hier die Knieschoner und eben auch die Knieschoner, ja, Schienbeinschoner. Ja, dann das Jetpack kann abgenommen werden. Haben da hinten dann das Steckloch dafür. Und die Frisur ist auch schön gemacht, so Dreadlock-mäßig, beziehungsweise geflochten. Ohren und dann auch hier noch die zwei Haarhärchensträhnchen, die hier runterhängen. So schön. Ja, kann man aufsetzen dann den Helm. Jetpack gerade rücken und dann sieht hier, dass der Zopf unten rausschaut. Ja, kann sie abheben. Ja, dann gab es noch einmal eine Figur aus The Mandalorian, diesmal Q9O oder Zero genannt. Ein Söldner-Druide, Kopfgeldjäger-Druide vielleicht. Wieder Nummer 11 aus eben The Mandalorian. Ja, hier sehen wir die Figur. Komplett neu konzipiert. Q9 Zero oder 0, also Zero hier. Das Bildchen. Biopic. Q9O, von seinen Kollegen Zero genannt, ist ein Protokolldroide mit Insektenaugen, modifizierter Programmierung und präzisem Timing. Hier Nummer 11. Reichlich. Da steht er, der gute Zero. Ein wirklich fantastischer Droide. Schön gemacht. Ähnlich wie IG-88 Forlom. Scheinbar aus dieser Reihe der Insektoiden, Droiden, Protokolldroiden. So,
Gehen wir auch wieder an die Kleinteile. Als erstes fällt auf, er hat eine gleiche Waffe wie Boba Fett, die sehr schwer in die Hand zu geben ist. Also ich probiere es jetzt auch nicht nochmal. Finger sind sehr fest. Und fangen wir gleich das Gesicht an. Er hat hier oben eine Antenne, welche wieder ein bisschen fester ist und leicht abbrechen kann. Ja, die Insektenaugen sind jetzt halt nicht so facettenreich wie bei Forlom, aber trotzdem geniales Gesicht. Er hat hier weiter unten einen separaten Gürtel bekommen mit Taschen, Art Hosenträgergurt hier hinten zusammengemacht. Dann eben auch hier das typische Protokoll. Lüftung. Und hier unten drunter sieht man von der Rückseite besser und besser diese ganzen Drähte. Sind jetzt hier unten, glaube ich, ein bisschen angemalt auf der Vorderseite. Ja. Also, ihr müsst das Bild ein wenig entschuldigen. Ich habe jetzt eine neue Kamera besorgt und die ist ein bisschen noch eingewöhnungsbedürftig. So, dann eben hier oben. Die Schulterteile sind hier separat angebracht, um eben die Bewegungspunkte da ein bisschen zu verstecken. Auch hier die Drähte schön farbig gemacht. Ja, und die Hände eben leicht angedeutet. Diese Platten der Bewegungsteile. Hier hat er sogar eine andere Farbe, wie man sehen kann. So golden, golden. Und hier unten die kybernetischen Beine sind auch separat, also nicht nur ins Gelenk zu sehen, sondern auch hier dieses Drehmoment, ebenso wie an den Knien. Ja, hinten abgeflacht. Ja, da finde ich die Figur klasse. So, eine weitere Figur aus der Durcheinander-Universum. Und Star Wars ist hier aus der Bad Batch diesmal, und zwar Tech von der Kloneinheit 99 und mir der Startnummer 4. So, hier Tech. Seitenfenster wieder, hinten das Biopic mit der Startnummer 4, so Weinrot, Purpur. Tech ist der Computer- und Waffenspezialist und das gesprächigste Mitglied der Gruppe. Sein genetisch verbessertes Gehirn kann technische Probleme noch schneller lösen als einige Droiden. Ja, da ist der Techniker, der Klone Tech. Diese Figur hat etwas bei Fans an Bullshit gesorgt, kleine Details eigentlich bloß, welche dann bei der zweiten Auflage, also sprich der zweiten Staffel der Figur dann berichtigt wurden. Das mal als Spoiler vorneweg. Ja, er kommt mit einem kleinen Blaster, welcher aber nirgendwo hingesteckt werden kann, da kein Holster dafür vorhanden ist. Ansonsten einmal ein anderes Gesicht eines Jango Fetts Klons und zeige ich auch gleich, warum sich die Fans aufgeregt haben. Wir haben eigentlich Tech nie ohne seine Brille gesehen, denn diese Brille ist eigentlich fester Bestandteil seines Kopfes und nicht des Helms. Das haben sie gesagt, wie gesagt, bei der zweiten Version von der Staffel 2 eben überarbeitet. Ansonsten klasse geformter Helm mit diesem Visor, diese Antennen hier oben. Hier so ein kleiner Totenkopf drauf, wenn man es sehen kann. Ich weiß nicht. Ja, sieht man nicht gescheit. Ebenso wie auf der anderen Seite.
Und hier noch eine kleine Markierung. Also schöne detailreich gemacht. Hier sogar noch ein bisschen so eine Art Zahnrad. Rüstung scheint aufgesetzt zu sein. Wir haben dann hier in seinen Taschen ein paar Accessoires noch dran am Gürtel. Die sind hier eigentlich rausnehmbar. Eine Art Zange, ein Hämmerchen. Aber ich zeige es euch jetzt dazu. Und hier so eine Art Datenleser, Schlagstock, keine Ahnung. Und überall noch Taschen für seine Ausrüstung. Aber wie gesagt, kein Holster. Und interessant ist auch der Rucksack hier mit zwei Funkantennen, welche ziemlich fest stecken. Und der Rucksack, der kann abgenommen werden, hat hier so ein T-Stück, um hier hinten reingesetzt zu werden. Ja, da hätten wir wegen so aufmachen können. Wäre nicht schlecht gewesen, um die Waffe dann zu verstauen, aber die Figuren, die sind ja eh bei mir wieder zurück in der Verpackung. Ja. Und wie gesagt, die Brille sollte eigentlich auf dem Gesicht sein. Ansonsten war es das für heute. Ade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.